so angefangen zu filmen. Mhm. Also Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Was geht ab, liebe Leute? Welcome back zum nächsten Video hier auf Easy Money. Ich befinde mich gerade auf meinem wunderschönen Balkon, Digga, denn ich dachte mir, bei diesem geilen Wetter ist es doch kacke, wenn man den ganzen Tag nur drinnen hockt. Und durch dieses Coronavirus muss man ja schon die meiste Zeit sowieso drinnen hocken. Deswegen dachte ich mir, komm, Digga, wenigstens das YouTube-Video mache ich hier draußen. Ich hoffe, der Wind ist nicht allzu schlimm. Also, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ganz kurz, liebe Leute, bevor dieses Video losgeht, was haltet ihr eigentlich von meinem neuen Logo, Alter? Ich habe das gestern entwickelt, entworfen, wie auch immer, und ich finde es eigentlich ganz nice. Easy Money. Logischerweise könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Grund, dass ich dieses Video mache, ist einfach nur, dass ich mal ein Football-Update geben wollte. Wie sieht es in meinem Leben momentan mit Football aus? Was mache ich nicht? Spiele ich im Verein? Spiele ich nicht im Verein? In welchem Verein? Welche Position? Und wie läuft's? Wie geht's dir? Gut. Wundervoll. Warum sollte er mich öffnen? Kann ja sein, dass der Speicher voll ist oder so. Also Leute, als allererstes die Frage, spiele ich im Verein oder nicht? Lil, weißt du die Antwort? Ja. Was ist die Antwort? Ja. Richtig, ich spiele im Verein. Zweite Frage, bei welchem Verein spiele ich? Weißt du die Antwort? Berlin Adlers. Richtig, Berlin Adler. Let's go. Das ist ja richtig gut, Junge. Stark. Du kennst dich aus mit meinem Leben. Also ja, liebe Leute, ich spiele seit Oktober bei den Berliner Adlern. Macht doch wirklich Spaß, ist ein geiles Team, Training macht Bock. Logischerweise durch Corona ist jetzt gerade kein Training. Ist halt ziemlich kacke so, weil man hat sich halt den ganzen Winter den Arsch abgearbeitet und dafür jetzt kein Training haben, wo es endlich rausgeht und alles. Und die Spiele und alles, die vielleicht nicht stattfinden werden, ist halt ziemlich scheiße. Aber was soll man machen? Es ist, wie es ist. Und genau deswegen ist ja jetzt auch wieder die Road to GFL am Start, weil ich mir halt dachte, okay, Digga, wenn ich halt jetzt nicht im Verein trainieren kann, will ich wenigstens für mich selber ein bisschen trainieren. An dieser Stelle muss ich aber auch sagen, man muss jetzt wirklich vorsichtig sein, also ich kann nochmal die Schnauze halten. Man sollte wirklich Orte, die sehr, sehr voll sind und so, meiden. Es sind auch viele Sportanlagen abgeschlossen oder abgesperrt und da sollte man auch definitiv nicht raufgehen. Wenn man aber irgendwo eine freie Wiese findet, wo keiner ist, oder wenn man einen Platz findet, der offen ist und wo keiner ist, so, dann sehe ich persönlich nichts, was dagegen spricht, da ein bisschen zu zocken, ein bisschen zu trainieren. Und genau das habe ich bisher gemacht und das werde ich auch weiterhin machen, außer es kommt jetzt irgendein neues Gesetz von wegen, yo, Ausgangssperre, dies, das. Egal, genug mit Corona. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, welche Position spiele ich überhaupt? Falls ihr die letzten Folgen gesehen habt von Road to GFL, ey, ich habe hauptsächlich Linebacker-Drills gemacht und ich bin ein paar Routen gelaufen. Als allererstes mal zu meinen Maßen, würde ich mal sagen, also zu meinen Skills sozusagen oder ja, Fähigkeiten, Eigenschaften, wie auch immer. Lil, weißt du, wie groß ich bin? Also ich bin offiziell von den Adlern 1,92 gemessen worden. Und was glaubst du, wie viel ich wiege? 90. 90. 80. 80. Mehr oder weniger? Also ich wurde bei dem Adler, bei dem Wiegendings auf 103 Kilo gewogen. Ja, manche denken jetzt vielleicht, Digga, was für ein Fettsack, Junge. Ich muss auch sehr ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Fett angelegt, aber eigentlich nur am Bauch so. Und ansonsten, also ich bin auf jeden Fall viel kräftiger geworden, viel stärker geworden. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt schneller geworden bin, dadurch, dass ich halt ungefähr 10, 15 Kilo raufgepackt habe. Aber obwohl 10, 15 ist übertrieben, ich habe so vielleicht, sagen wir mal, 8 Kilo oder sowas raufgepackt. Das heißt auf jeden Fall, Offseason war ziemlich gut am Start, denn in der Offseason ist es von den meisten Leuten das Ziel, erstmal ein bisschen Masse aufzubauen. Das hat auf jeden Fall gut geklappt bei mir. Bin jetzt gerade dabei, das wieder ein bisschen runter zu shredden und ein bisschen leichter zu werden, damit ich ein bisschen flinker und schneller wieder werde. Aber jedenfalls können wir festhalten, 1,92, 103 Kilo, ich glaube, das stimmt aber jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube, ich habe halt in letzter Zeit ziemlich wenig gegessen. Also jetzt nicht so, dass ich gehungert habe, aber ich habe auf jeden Fall wieder sehr darauf geachtet und viel gesünder und viel Wasser getrunken und so. Ich glaube, ich bin jetzt bei glatt 100 oder 99 oder irgendwie so. Also nochmal, halten wir einfach fest, 1,92, ungefähr 100 Kilo. Jetzt könnt ihr ja mal selber sagen, was ihr denkt, was meine Position wäre. Ich höre von vielen Seiten Tight End, ich höre von vielen Seiten Defense Line. Dann höre ich aber auch Outside Linebacker. Und auf Outside Linebacker habe ich einfach extrem Bock. Und der eine Coach, der bei uns der Defense Coach ist sozusagen, der meinte auch zu mir so, dass er glaubt, ich könnte ein sehr guter Outside Linebacker werden. Er meinte, ich habe gute Füße, ich habe die Stärke, ich habe die Größe, das Gewicht und alles. Deswegen, er glaubt auf jeden Fall daran. Und ich habe einfach mega Bock. Ich weiß noch, früher, als ich jünger war, war es immer mein Traum, so Linebacker zu zocken. Aber Ray Lewis war damals noch aktiv, Digga. Und da jetzt ist es hier gerade ganz schön windig, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Aber ja, auf jeden Fall ist das momentan jetzt so die Lage. Ich trainiere halt bei den Adlern auf Linebacker mit. Und man wird halt sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Man wird sehen, ob ich zum Einsatz kommen werde oder nicht. Aber wegen Corona ist jetzt sowieso die Frage, ob überhaupt irgendwelche Spiele stattfinden werden. Und ich würde sagen, abwarten und weiter grinden. Und deswegen
deswegen werden auch weiterhin Road to GFL Folgen kommen. Ich werde jetzt auch gleich wieder mit Corbin rausgehen und Drills machen, von daher seid auf jeden Fall gespannt für weitere Road to GFL Folgen. Und ja, das soll es auf jeden Fall mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Natürlich abonnieren, wenn ihr neu seid, nicht mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, kommt rein bis zum nächsten Video. Bis dahin. Euer